Grüß Gott, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht's mal wieder, wer hätte es gedacht, um Sonja, aber auch ein klein wenig um mich. Dieses Video wird wieder ein Q&A, das heißt, ich werde wieder auf eure Fragen aus den Kommentaren antworten. Aber vorher möchte ich euch an drei Sachen erinnern. Die erste Sache, bitte einmal den Daumen nach oben. Die zweite Sache, bitte einmal den Kanal abonnieren. Und die dritte Sache, die Glocke aktivieren. So stellt ihr sicher, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Aber jetzt geht's auch schon los. Frage Nummer 1, wie geht es Sonja und wie viel Geld haben wir schon gesammelt? Die letzten Tage ging es Sonja wirklich sehr schlecht. Sie hatte irgendein Virus und unerträgliches Fieber, was bei ihrem geschwächten Immunsystem ihren Tod bedeuten könnte. Seit gestern geht's ihr aber ein kleines Stückchen besser, konnte auch schon mit ihrer Reha weitermachen. Jetzt kommen wir schon zur Frage Nummer 2. Wirst du auch weiterhin Leuten wie Sonja helfen? Dennoch finde ich super, dass du Sonja hilfst. Das habe ich tatsächlich schon in mehreren Videos erwähnt. Sonja ist nur der Anfang und erstmal konzentriere ich mich 100% auf sie. Und ja, auch wenn das mit Sonja vorbei ist, werde ich auf jeden Fall vielen weiteren Menschen helfen. Frage Nummer 3. Warum bist du so ein Ehrenmann? Ich finde einfach, es gibt schon genug Schlechtes auf der Welt. Und anstatt zu versuchen, andere zu verbessern, sollte man bei sich selbst anfangen. Hi Shankai, meine kleine Schwester hat eine Operation heute um 9 Uhr. Kannst du ein Video machen? Ihr Name ist Elif. Erstmal möchte ich sagen, ich hoffe, dass deine Schwester nichts Schlimmes hat und ich wünsche dir von ganzem Herzen gute Besserung. Ich wüsste jetzt nicht genau, was ich für ein Video machen soll, deswegen schreib mir doch einfach bei Insta oder Snapchat und ich schicke dir ein persönliches Video für Elif. Frage Nummer 4. Wie geht es Sonja jetzt? Eine ähnliche Frage hatten wir schon am Anfang, bezogen auf ihr Fieber, das ist mittlerweile fast weg, geht es ihr schon wesentlich besser. Und bezüglich ihrer Krankheit gab es Gott sei Dank noch keine Veränderung. Frage Nummer 5. Wie genau bist du auf Sonja gekommen und warum hast du dich genau für sie entschieden? Das ist echt eine gute Frage, weil ich erkläre es euch genau so, wie es gewesen ist. Das war so, ich habe zu Hause im Bett gelegen und wollte mir eigentlich die neue Staffel von The Blacklist anschauen. Als ich dann knapp eine halbe Stunde Fernsehen geschaut habe, bin ich wie immer mal ganz kurz ans Handy gegangen. Und wo habe ich meine Zeit verbracht? Auf YouTube Shorts und TikTok. Auf jeden Fall habe ich dann da gelegen mit TikTok in der Hand und auf einmal habe ich das Video von Sonja auf meiner For You Page gesehen. Als ich sie da weinen und schreien gesehen habe, bin ich innerlich fast gestorben. Die hat mir einfach so unfassbar leid getan und in dem Moment war das wie, als wenn meine innere Stimme mir sagt, Dominik, du musst dir helfen. Nutz deine Reichweite für was Gutes und verbessere ihre Chancen, das Medikament zu bekommen. Naja, und jetzt sind wir hier. Frage Nummer 6. Wieso kann man nicht erstmal das Medikament bekommen und dann bezahlen? Glaub mir, du bist nicht die einzige Person, die sich genau so eine Frage stellt. Ich bin da genau deiner Meinung. Ich finde, gerade bei derart teuren Medikamenten, die für das Leben von Kindern verantwortlich sind, sollte man den Eltern irgendwie entgegenkommen, indem man das Medikament entweder günstiger macht oder, wie du sagst, vorher verabreicht und dann abbezahlen lässt. Frage Nummer 7 und diesmal eine Frage an mich persönlich. Wie lange machst du schon YouTube? Also mein Account habe ich irgendwann 2021 erstellt und habe da mal so 2, 3, 4 Shorts gepostet. Aber richtig angefangen habe ich dieses Jahr im März. Frage Nummer 8. Was würde mit dem Geld passieren, wenn sie es nicht schafft? Ich glaube an sie und hoffe, dass es gar nicht dazu kommt. Für den schlimmen Fall, dass Sonja es nicht schaffen sollte, werden die Eltern entscheiden, was mit dem Geld passiert. Aber auf jeden Fall wird das Geld gespendet. Und sollte Sonja jetzt aus heiterem Himmel doch das Medikament bekommen, dann entscheiden die Eltern ebenfalls, was mit dem Geld passiert. Dabei können sie sich aussuchen, ob sie das einem Kind geben oder auf mehrere Kinder aufteilen. Jetzt kommen wir zur Frage Nummer 9 und diesmal wieder eine Frage an mich persönlich. Wann hast du Geburtstag? PS, ich gucke dich schon länger und würde mich freuen, wenn du auf meine Frage antworten würdest. Sonja schafft das. Leute, ich habe einfach in 5 Tagen Geburtstag, also um genau zu sein, am 8.8. Aber eigentlich sollte ich mich nicht so sehr auf meinen Geburtstag freuen, weil warum sollte ich feiern, dass ich alt werde? Wer will denn alt werden? Kommen wir jetzt zur 9. und vorletzten Frage. Hat Sonja noch Fieber? Da kann ich dir kurz und knackig antworten. Nein. Ihr geht es schon besser und sie macht auch wieder ihre Reha. Und kommen wir jetzt zu Frage Nummer 10. Wann wurde Sonja geboren? Sie heißt Sonja und ihr Nachname? Wie viel brauchen wir noch? Welches Sternzeichen ist sie? Und wie alt ist sie gerade? Okay, Frage Nummer 1. Wann wurde sie geboren? Am 11.07.2019. Zweite Frage. Wie heißt Sonja und ihr Nachname? Sie heißt Sophia Sonja Kowal. Also eigentlich heißt sie Sophia. Und Sonja ist dieser Name in süß ausgesprochen. Das scheint in der Ukraine irgendwie normal zu sein. Wie viel brauchen wir noch? Wir haben einen neuen Spendenstand erreicht. Wir sind jetzt genau bei 53,8%. Frage Nummer 4. Welches Sternzeichen ist sie? Sonja hat am 11. Juli Geburtstag und ist Krebs. Und jetzt wirklich die allerletzte Frage. Wie alt ist sie gerade? Sonja ist am 11. Juli 3 Jahre alt geworden. Hoffe, sie wird gesund und grüße dich, Fatima. Also wenn jetzt wirklich viele Leute spenden, hat sie vielleicht eine Chance. Fatima, liebe Grüße zurück. So, ich hoffe, ich konnte jetzt die meisten Fragen von euch beantworten. Und ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, ob ihr glaubt, dass Sonja es schafft oder nicht. Und wenn ihr spenden wollt oder weitere Informationen über Sonja braucht, habe ich die Links dafür in die Videos.
Videobeschreibung getan. Und wenn du nicht spenden kannst, weil du nicht alt genug bist oder kein Geld hast, kannst du helfen, indem du dieses Video verbreitest. Außerdem habe ich für euch hier oben rechts eine Playlist. Alle Einnahmen aus diesen Videos gehen direkt an Sonja. Das war's auch schon mit dem Video. Denk nochmal dran, einen Daumen nach oben zu geben, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis bald.